wir sind halt mal wieder auf Trankside. Es läuft noch irgend so ein komisches Zombie-Event. Also wahrscheinlich irgendein Halloween-Event. Ist ja schon der 13.10. Ich glaube, am 31. ist Halloween oder so. Bin mir gar nicht sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt so gar keiner, der irgendwie Halloween oder sowas irgendwie feiert. Ich bin da halt irgendwie recht. Wobei ich muss sagen, ein einziges Mal, glaube ich. Also ich bin einmal mitgelaufen. Das war. Ups. Ah, dass ich jede Folge haue ich mindestens einmal ins Mikro. Das ist echt. Gibt's ja nicht. Ich glaube, das war mal. Ich kann mich noch ziemlich genau dran erinnern. Alter, das war so eine Budget-Show, das war echt das Schlimmste überhaupt. Also ich war damals, glaube ich. Warte mal, da wo ich gewohnt habe, da bin ich weggezogen, da war ich 12. Das heißt, ich glaube, ich war so 10 oder 11, denke ich mal, war ich ungefähr. Und naja, gut. Ich meine. Ey, das ist richtig peinlich, Mann. Es ist wirklich richtig, richtig peinlich. Ich meine. Brain. Gehirn. Oh, okay. Also sagen wir so, ich hatte einen Nachbarn, der war, ich glaube, genauso alt wie ich oder irgendwie so ein Jahr jünger als ich. Also ungefähr so gleiches Alter. Und der war halt so. Ja, was soll man am besten sagen? Also ich meine, ja, heutzutage würde man sagen, er war halt einfach richtig selbstsicher, extrovertiert. Keine Ahnung, er war halt einfach so ein Typ, der halt einfach wirklich so komplett, er hat einfach jeden Scheiß mitgemacht, sagen wir mal so. Okay, auf alle Fälle, ich meine, ich habe sowas wie Halloween damals einfach, ich meine, es gab halt irgendwie Süßigkeiten und so und das war es halt dann mehr oder weniger und mehr war für mich halt Halloween nicht. Und also alles andere hatte ich halt einfach nur so im Fernsehen und er meinte dann mal zu mir, hättest du nicht Lust, mal so ein Halloween mal was zu machen und so und hast du noch ein Kostüm und so. Und also, ja, wir hatten ein Kostüm für zwei. Ich meine, das ist schon mal so das erste Fail. Und dieses eine Kostüm, was wir hatten, war so ein altes Indianer, also nicht alt, aber so ein Indianer-Kostüm, so ein richtig billiges irgendwie. Ich weiß nicht, es war so. Ich weiß nicht, was das für ein Stoff war, halt irgendwie so super, super dünn und halt irgendwie super, super billig, irgendwie auch viel zu klein und zu eng und so. Und also ich glaube, ich habe das bekommen, da war ich irgendwie 7 oder 8 oder so. Und ja, das war alles, was wir eben hatten und. Oh Mann. Also ich meine, man kann jetzt so ein bisschen seine Kreativität spielen lassen und man kann sich ungefähr so vorstellen, was dabei rauskam. Ungefähr das, was ihr gerade vielleicht so denkt, nur noch 10-mal peinlicher einfach. Also wirklich. Ich will mich gar nicht mehr dran erinnern jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin. Es war einfach peinlich. Es war halt wirklich peinlich. Und naja, das war für mich halt einfach Halloween. Das, wie gesagt, das habe ich damals einmal gemacht. Ich bin halt einfach mitgelaufen. Und ja, ich meine, wir haben halt das dann da. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was man Halloween macht. Das ist man wirklich komplett, mein kompletter Ernst. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe gesehen, was man in Amerika macht. Und wir hatten halt einfach so eine Rolle Klopapier dabei. Ich habe keine Ahnung, ob man es bei uns überhaupt macht oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also vielleicht ist es einfach nur extrem cringe. Vielleicht macht es jeder. Ich kann es einfach wirklich nicht sagen. Und ja, das war halt dann so damals mit Halloween. Und das war halt echt so ein bisschen. Vor allem, ich meine, auf dem Dorf kannst du halt sowas. Weiß nicht. Ich meine, jeder kennt auf dem Dorf jeden. Und das ist natürlich eventuell schon so ein bisschen ein Problem. Und so, wenn natürlich solche Sachen machst, dann einfach auch so extrem peinlich sind. Was fragst du gerade mit den falschen Quoten? Warte mal kurz. Waggy Season. Hier. Boom. Nee, jetzt hat er gerade auch eine Amte bekommen, oder wie? Ach, ich müsste noch relocken. Ach, so Müll. Genau. Auf dem Dorf ist es halt so, du machst es einmal. Und die Leute, die ändern sich halt nicht. Das heißt, wenn du dann irgendwie mal 2, 3, 4, 10, 20 Jahre älter bist, dann sprechen dich die Leute halt eventuell einfach immer noch so drauf an, so, hey, weißt du noch damals und so.
Ja, das ist so ein eventueller Nachteil, wenn man auf dem Dorf wohnt. Dorfleben ist halt eventuell auch ein bisschen, hat seine Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Ja, die letzten Tage muss ich auch ganz ehrlich sagen, es war irgendwie so viel los. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, ich würde gewisse Themen einfach nicht ansprechen, weil ich einfach finde, so Let's Plays sollten einfach so eine Zone sein, die davon ein bisschen protected sind. Und deswegen versuche ich das auch so gut wie es geht zu verhindern oder einfach auszuschließen. Und naja, fangen wir einfach mit Sachen an, die jetzt ein bisschen lustiger sind oder einfach. Ich meine, ich weiß, warum Let's Play schaut und ich weiß, was die Leute davon erwarten. Und es sind nicht gerade unbedingt über die Probleme der Welt zu sprechen, sondern einfach Ablenkung nach der Schule, nach der Arbeit. Irgendwie einfach was anderes abschalten. Und ich meine, das muss man respektieren. Kann ich verstehen. Mach ich auch. Ja. Ein paar Sachen aus dem Real Life. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise sind meine Eltern eigentlich relativ sparsam, würde ich mal schon behaupten. Also wirklich eigentlich sogar sehr sparsam. Also von diesem Typ, ich fülle die Seife nochmal mit Wasser auf, um den letzten Tropfen rauszukriegen, sparsam. Also wirklich schon ernsthaft sparsam eigentlich. Und ja, meine Mutter ist so, hey ja, so Martin, schau mal her, ich habe hier einen Saugroboter bestellt für 200, irgend so ein iRobot-Ding und will es auf einmal mal testen. Okay, gut, naja, gut, 200 € ist jetzt nicht so viel, kann man irgendwie mal machen. Ich meine, wenn man irgendwann einen neuen Staubsauger kauft, kostet das Ding auch. Wie viel kostet das? Ich habe noch nie einen Staubsauger gekauft, keine Ahnung, ich meine, das kauft mal 10 Jahre oder so. Wahrscheinlich um die 100, 120, 130, keine Ahnung. Okay, ja, whatever. Irgendwie noch ein paar ein bisschen Kleinzeug gekauft, noch ein paar Ersatzteile, weil es angeblich in den empfohlenen Produkten drin war. Also bei Amazon gibt es ja dieses Ding immer. Andere Kunden kauften auch dies und dies und so. Meine Mutter dachte sich scheinbar, dass das wirklich nicht gefaked ist. Obwohl es eigentlich jedes Kind geweiß ist, dass die Dinge komplett gefaked sind. Und ich meine, teilweise auch komplett neue Produkte, die noch keiner gekauft hat, haben eben schon diesen Ding. Es ist halt einfach. Ich meine, ich hab selbst ein paar Monate an Websites gearbeitet und so. Und in jedem Shop haben wir dieses Ding eingebaut. Und es ist halt einfach nur fake. Aber naja, okay. Das war jetzt ein Anfang. Da hast du noch gesagt, so ja, und du weißt es so. Und hier dein Stiefvater, der macht es nicht mehr lange mit dem Rasenmähen und so, weil er eben Probleme hat mit diesem das. Und ich habe noch einen Rasenroboter gekauft. Also einen Rasenmäherroboter. Ich meine, wir wohnen in den Alpen und unser Garten ist ein Skihang. Jetzt nicht wortwörtlich ein Skihang, aber er ist so steil wie ein Skihang. Also man könnte wirklich bei uns Skifahren im Garten. Und man wird so schnell werden, dass es wirklich scary wäre. Also das Ding hat schon eine ziemliche Steigung. Und dann war mir natürlich auch klar, in welcher Preisklasse dass die das gekauft hat. Ich habe dann gefragt, welches Modell. Hat sie gesagt, ja, von Husqvarna, weil das halt eben die besten sind. Ich dachte, okay. Hat sie mir die Rechnung geschickt. 4.200 €. Ja. 4.000 € in der Zeit. Ich habe keine Ahnung, was in sich gefahren ist. Ich habe keine Ahnung, was mit meinen Eltern los ist. Die haben es geschafft, in einer Woche 5.000 € auszugeben. Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Ich meine, das Ding ist halt auch. Ich meine, ich sag mal so. Also, ich bin jemand, der sehr, sehr stark im Thema Wirtschaft und Sparen und Anlegen und Investieren drin ist. Und auch meine Mutter ist eigentlich seit ungefähr einem Dreivierteljahr bis Jahr so im Aktien-Investment-Gedöns mit drin und macht es auch. Also ist nicht hauptberuflich oder so, sondern wir haben halt einfach so ein paar tausend Euro, die wir vielleicht hier und da mal anlegen und sind in Aktien stecken. Also jetzt nicht so irgendwie komplett Immobilienhai oder so. Nee, jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht so viel. Also,
kleine einstellige Tausendsumme. Ja, okay. Ich meine, klar, wir sparen theoretisch auch immer auf so Sachen wie beispielsweise Sondertilgung für den Kredit fürs Haus. Also wir haben ja, glaube ich, noch irgendwie, ich weiß es nicht, ich glaube, wie viel sind denn das noch? Ich glaube, an die knapp 300.000 Euro Schulden oder so. Oder waren es 200? Ich kann nicht mal sagen, ob wir 200 oder 300.000 haben. Keine Ahnung, normalerweise kann man halt jedes oder einmal im Jahr 6.000 Euro Sondertilgung machen und das sparen wir halt meistens an, also so 4, 5, 6.000 und machen eben eine Sondertilgung und ja, genau. Ich weiß nicht, ob die das Geld genommen haben, ich habe keine Ahnung, vielleicht haben wir irgendeinen Lotto gewonnen und ich weiß es nicht. wenn es wirklich so wäre, wäre es natürlich jetzt extrem unklug, das hier zu erwähnen, aber okay, nee, also ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, ich kann es nicht genau sagen. Ja. Ich bin heftig confused. Also, keine Ahnung. Was auch immer die gemacht haben, warum die es auch immer gemacht haben. Ich meine, wir sind jetzt aktuell in Zeiten, die jetzt echt finanziell, wirtschaftlich extrem, extrem instabil sind. Also ich meine. Ja, ich will nicht schon wieder abdriften, so ein Thema, aber wie gesagt, die nächsten Monate und im kommenden Jahr wird auf alle Fälle noch einiges auf uns zukommen und ich meine, das ist eben klar. Also das ist nicht einfach mal so irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt, das ganze Geld und so, was hier gerade ausgegeben wird. Ich meine, es wird sich noch was tun und die paar Firmen, die jetzt pleite gingen, das werden auch nicht die letzten sein. Naja. Also da muss ich sagen, war ich irgendwie echt ziemlich geflasht. Dann allerdings kam auch schon mal, habe ich was recht Interessantes entdeckt. Und zwar dieser Rasenroboter wurde geliefert mit einem Rückgaberecht von den gesetzlichen 2 Wochen. So, jetzt ist natürlich da noch ein Paket, also ein Service mit dabei, dass so ein Team kommt und das Ganze aufbaut und so. Da muss irgend so eine Schnur verlegt werden, also so ein Kabel verlegt werden, was eben so ein leichtes Magnetfeld schafft, damit eben der Roboter weiß, okay, der darf da nicht drüber. Da gibt es irgend so ein Leiterkabel, was man einfach irgendwie mitten durch verlegt, dass der halt irgendwie dass er halt irgendwas hat, woran er sich orientieren kann, whatever. Ja, die kommen interessanterweise 12 Tage, nachdem der Roboter ankam. Ich meine, vielleicht bin ich jetzt immer so der Einzige, der ein bisschen skeptisch ist, aber ich meine, überleg mal. Das Rückgaberecht beginnt am Tag der Lieferung. Das war am, ich habe keine Ahnung, was haben wir jetzt, Dienstag oder fast Mittwoch, also am Freitag war das, glaube ich. Die kommen am 21. oder so, also auf alle am 23. würde quasi dann das Rückgaberecht ablaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Riech nur ich hier Scam oder riecht ihr das auch? Also ich meine, könnt ihr mal gerne einen Kommentar schreiben. Also für mich ist das einfach ein Scam, oder? Ich meine, wenn das Ding nicht passt, wenn das Ding halt einfach irgendwie die bestimmte Steigung schafft, ich meine, du müsstest das quasi alles noch am gleichen Tag abbauen, von Hand, also selbst und von Hand wieder. Und musst dazu sagen, die verlegen ja die Kabel unter der Erde dann. Du müsstest das alles zurückbauen, einpacken, am selben Tag, wobei am selben Tag losschicken geht gar nicht, am nächsten Tag losschicken, sofort in der Früh und ich weiß es nicht, geht es überhaupt noch? Oder ab wann zählen das sogar recht so weit, wenn ein Poststempel vielleicht drauf ist oder so, keine Ahnung. Also, super, super fishy das Ganze und ich weiß es nicht, also ich bin noch ein bisschen. Was auch immer da abgeht bei denen. Irgendwie fühlt sich das nicht so ganz richtig an, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie, ich meine, sagt man genau eure Meinung, aber ich habe mir auch auf YouTube angeschaut, wie das andere oder wie das generell verlegt wird und da gibt es eben von so kleinen Gartencentern oder so kleinen Gartengeschäften halt,
oder von diesen Fachhändlern halt so Videos, wo sie halt eben zeigen, so hier, das ist unser kleines Geschäft, wir verlegen das so und so. Und interessanterweise erwähnen die das auch wirklich wortwörtlich. Wir werden halt eben da Kunden das Ding kaufen, dann kommt dann eben ein Facharbeiter vorbei mit dem Roboter und installiert das Ganze. Also das heißt, also Betonung auf, er kommt und bringt den Roboter. Er verschickt nicht, er bringt den. Das heißt, das Rückgaberecht beginnt ab diesem Tag. Und ich meine, es ist schon echt krass. Wenn man es mal so überlegt, ich meine, das ist ein Produkt für über 4000 Euro. Das ist wirklich verdammt viel Geld. 4000 Euro. Also, dass man tatsächlich jetzt bei solchen Sachen gescammt oder auch noch gescammt wird, holy shit. Also ich bin, also das überrascht sogar mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir hatten ja auch, ich meine, das Ding ist halt, so ziemlich alles, wo ich halt momentan gerade so, oder bei vielen Sachen, wo ich jetzt aktuell irgendwie gerade so mit zu tun habe oder Freunde von mir mit zu tun haben, offenbaren sich gerade irgendwie so als ziemlicher Scam. Also ich muss auch sagen, so eine Person hatte auch mit PayPal ziemliche Probleme. Hat eben Geld bekommen und dann wurde einfach sein Konto gesperrt und das Geld wurde für 6 Monate eingefroren. Und dann wird auch noch sein Privatkonto für kurze Zeit gesperrt und so. Also ganz, ganz komisch. Und ich meine, PayPal entschädigt dich auch nicht dafür, was sie eigentlich, glaube ich, müssten, laut diversen Gerichtsurteilen. Und ja, also das PayPal, ich meine, da könnte man nach googeln. Dieses Problem haben ganz viele Leute, dass PayPal auf einmal einfach die Konten einfriert und auch das Geld mal für 6 Monate einfriert. Komischerweise immer, wenn es ein bisschen mehr ist. Und ich meine, ich will nicht denen vorwerfen, die machen das mit System oder so, aber ist schon komisch. Also ich meine, ich weiß nicht, was PayPal generell macht und wo und ob die ähnlich wie eine Bank agieren, dass die eben auch aus dem Kapitalgewinn schlagen. Das heißt, dass das Geld eben investieren in irgendwelche Spekulationsobjekte, in Aktien, in was auch immer. Ich vermute mal, dass das so passiert. Und wenn die natürlich das dann öfter machen, wie gesagt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich sage nur, also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, jemandem Geld zu unterschlagen und eine Möglichkeit, das zu investieren, dann wäre sie für mich auf alle Fälle schon recht lukrativ. Findet ihr nicht? Also deswegen war ich echt ziemlich schockiert, weil ich meine, ich fand PayPal eigentlich immer für eine relativ, ja, eigentlich schon für eine seriöse Firma und so. Aber als ich das mitbekommen habe, mir gedacht, okay, gut, auf PayPal bleibt mir auf alle Fälle mal kein Euro mehr liegen. Und im Ganzen werde ich aus dem Weg gehen. Also schon echt wirklich echt heftig. Eine Restrasiot. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Was haben wir gesagt? 105 ist Schrott, oder? Ja, Restra. Restra ist the way to go. Da müssen wir hin. Naja, das Zeug müssen wir noch erwecken. Wie lange läuft das noch? 17 Minuten, das wäre noch genau ein Video. Oh Gott, ey. Was haben wir hier drauf? 8% Crit-Rate, ist das schon gut. 15, oh shit, ey. Viel Crit. Ich weiß halt nicht, ob wir das hier nochmal so hinkriegen. Ach nee, wir haben das selbst erweckt, oder? Wir haben es, glaube ich, selbst erweckt. Stimmt. Ja, gut. Ah, ich weiß nicht, ich bin kritisch, ich bin skeptisch. Ja gut, müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.